Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Frastanz aktuell. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Johannes Linz aus Frastanz verbrachte einige Monate in einfachsten Verhältnissen. In einem Dorf im Senegal engagierte er sich, um Menschen vor Ort zu helfen. Den spannenden Vortrag in der Bibliothek Frastanz wurde von den Anwesenden aufmerksam verfolgt. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei Xi. Herzlich willkommen bei Drei Schwestern TV. Ich stehe hier vor der Bibliothek, wo gleich ein spannender Dia-Vortrag aus Afrika beginnt. Wir sind jetzt hier in der Bibliothek und bei mir steht der Johannes Linz. Johannes, du hältst heute hier einen spannenden Dia-Vortrag und zwar warst du im Senegal in einem Lepra-Dorf. Für wen warst du denn dort da und was hast du dort gemacht? Ich war jetzt da im Senegal im Lepra-Dorf Mballing für die zwei Vorarlberger Vereine, die Leprahilfe Senegal und Wissen macht stark. Und da haben wir eigentlich quer durch die Bank alles gemacht, was der Lüt dort zu Hilfe gehen kann. Von Familien-Soforthilfe, zum Beispiel durch Lebensmittelgutscheine, bis zum Bauen einer Schulduna, waren sehr viele Zimmerrenovierungen, das heißt Zimmer, die wirklich, so, das kann man sich bis gerne vorstellen, wie die Zimmer ausschauen. Schauen wir wieder, dass die in halbwegs belebbarer Raum wieder werden, weil das ist wirklich unmöglich, wie das da durchschaut. Und lauter solche Sachen machen wir da vor Ort im Senegal. Ja, viele Zuschauer interessieren sich sicher dafür, wie sie denn das Engagement dort unterstützen können. Wir haben sowohl für die Leprahilfe, leprahilfe.org, als auch für Wissen macht stark, wissen-macht-stark.org, jeweils eine Webseite. Da ist alles ausgewiesen, wie man uns unterstützen kann. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spendengelder aus Österreich, sowohl durch Patenschaften als auch durch Einmalspenden für jetzt über zum Beispiel größere Projekte wie die Schule, was wir neu bauen, und sind wirklich um alles dankbar, was wir kriegen. Der Verein arbeitet zu 100% ehrenamtlich, das heißt, wir können wirklich auch ganz sicher garantieren, dass 100% für den Spender wirklich im Lepra-Dorf in Balling ankommt. Nordindien erzählt, war auch ganz interessant. Und jetzt sind wir ganz gespannt, was du uns heute als erzählst. Gell? Was ist Lepra? Lepra ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die zum Absterben der Nervenzellen führt. Was heißt das konkret? Konkret heißt es, aber an einem gewissen Punkt hat man kein Gefühl mehr in den Fingern. Es fängt aus der A, immer weiter. Und in dem weiteren Verlauf gibt es dann kein Schmerzgefühl mehr. Dann gibt es Verletzungen, Wunden, die nicht bemerkt oder auch nicht behandelt werden. Und all das ist noch bevor die riesigen Horrorbilder im Kopf vor verstümmelter Leberkrankheit stand. Andere Sache, Familienunterstützung und Soforthilfe anhand von zum Beispiel monatlichen Lebensmittelgutscheinen. Das ist das, was die alle aufheben, mit denen können die Leute, die einen Lebensmittelgutschein kriegen, die Familie an. Bei mir steht jetzt hier die Sibylle. Sibylle, kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was jetzt
ihr in nächster Zeit in der Bibliothek so an Highlights geboten sind. Ja. Wir haben jetzt wieder gestartet mit der normalen Öffnungszeit und starten heute mit dem Vortrag von Johannes Linz. Dann haben wir im Oktober, am 19. Oktober, haben wir das Lyrikfestival. Und am Sonntag darauf haben wir Wort und Klang. Dann fangen wir im November mit einem neuen, wir probieren was aus, ein Bilderbuchkino für die Kleinsten. Und ja, da haben wir drei Bilderbücher zur Auswahl und schauen, wie es ankommt. Die Bergschuhe schnüren und tolle Preise gewinnen. Dazu ruft die Aktion Vorarlberg bewegt des Landes Vorarlberg auf. Einfach die V-Bewegt App herunterladen, bis 31. Oktober Stempel in der App sammeln und am Gewinnspiel teilnehmen. Als Hauptpreis winken 2 Übernachtungen für 2 Personen in einem Hotel im Brandnertal. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Zum Vereinsabend Mehr Schwung im Verein lädt die Marktgemeinde Frastanz am Mittwoch, den 11. Oktober um 18.30 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Wie gelingt es, Motivation und Engagement der Mitglieder zu fördern? Antworten darauf gibt die Expertin Dr. Krimhild Büchel-Kapeller vom Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung. Einen Anfängerkurs Stricken und Häkeln veranstaltet das Domino am Kirchplatz. Romy Bohle von Wullis lädt an 2 Abenden zur Teilnahme ein. Material kann bei Wullis in der alten Landstraße 15 Top 1 ausgesucht werden. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Kurstermine sowie Infos zur Anmeldung finden Sie im Domino oder bei Wullis in der alten Landstraße. Und jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Mit der neuen Saminerbrücke für Fußgänger und Radfahrer ist ein echtes Schmuckstück im Zentrum von Frastanz entstanden. Von den ersten Planungen bis zur Umsetzung war es ein weiter Weg. Drei-Schwestern-TV durfte das Projekt begleiten. Der nun folgende Beitrag ist daraus entstanden. Schön ist es geworden, die neue Fuß- und Radwegverbindung da hinter mir von der Schmittergasse her zur Energiefabrik. Ein gehöriges Projekt, das die Marktgemeinde Frastanz da umgesetzt hat, mit vielen zuverlässigen Partnern. Wir von Drei-Schwestern-TV haben den Bau dieser Brücke begleiten dürfen. Robert Hartmann, du bist seitens der Marktgemeinde Frastanz zuständig für dieses Bauprojekt Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Samina. Bauarbeiten haben gestartet. Was ist denn alles schon passiert bis jetzt? Ja, nachdem wir die Planung praktisch abgeschlossen haben, haben wir die Arbeiten ausgeschrieben in 2 Etappen. Einmal die Baumeisterarbeiten für die Fundierungsarbeiten und das zweite ist dann der Holzbau für das eigentlich Tragwerk und die Brücke selber. Was man jetzt sieht im Hintergrund, das sind die Baumeisterarbeiten, die haben wir letzte Woche gestartet.
Dort haben wir in der Planung überlegt, wie wir das machen sollen. Die Vorgabe von der Behörde war, dass wir mindestens 2 Meter unter die tiefste Sohle von der Samin nachhören müssen. Und das hat also, wenn wir das mit offener Baugrube gemacht haben, einen gewaltigen Aushub gegeben. Als Variante haben wir diese Variante jetzt überlegt, was wir jetzt so ausgeführt haben. Es ist eine grosse Bohrpfahlwand, die wir hier machen. Das Verfahren ist folgendermaßen: Da werden also Ortbetonpfähle errichtet. Mit der Maschine im Hintergrund, die hat also insgesamt ca. 120 Tonnen, ist sehr aufwendig, um die herbringen an die Baustelle, wird ein Loch angebohrt mit einem Durchmesser von ca. 90 cm. Anschließend wird beim Hochziehen vom Füllrohr wird von unten Beton eingefüllt und der Aushub wird praktisch mit dem Hüllrohr aufgezogen. Und erst wenn die 13 Meter wieder aufgezogen worden sind, wird das Hüllrohr entleert. Von unten wird also da Beton gefüllt, ist also immer voll nachher das Rohr. Und wenn das komplett gefüllt ist mit Beton, wird nachher die Armierung von oben wieder eingebracht, eingerüttelt. Insgesamt werden pro Seite von der Samina 3 Pfähle nebeneinander erstellt und auf die Pfähle rufen dann das Fundament, das Widerlager eigentlich erstellt. Anschließend wird das Widerlager betoniert, normales Verfahren, wie es ist, halt schalen und betonieren. Und dann ist für heute die Baustelle abgeschlossen. Zwischenzeitlich wird aber der Holzbau hat schon angefangen damit, mit der Errichtung in der Firma, um das zu machen. Die Brücke werden wir da im Bereich, wo das Musikheim früher gestanden ist, zusammenbauen. Also nicht über diesem Zamina, sondern da auf dem Grundstück vom ehemaligen Musikheim zusammenbauen und dann gesamthaft mit Telekran auf die fertiggestellte Widerlager durchlupfen. Bürgermeister Walter Gohm, Frastadt hat sich kurzem eine neue, attraktive Fuß- und Radwegverbindung, wo die Ortsteile Einlies und Hofen verbindet. Die Markgemeinde hat diese neue Brücke realisiert. Warum ist das denn nötig gewesen? Im Zuge der Neuerrichtung der Saminerbrücke, der geplanten Neuerrichtung der Saminerbrücke beim Rathaus der Marktgemeinde Frastanz, ist natürlich erforderlich gewesen, trotzdem eine Fußwegverbindung während der Bauphase sicherzustellen. Es ist damals das Landesstraßenbauamt auf uns zugekommen. Wir haben eine Behelfsbrücke für die Fußgänger und für die Radfahrer eingefordert, so dass Hofen und Einlies speziell auch für die Schüler natürlich auch während der Bauphase gut erreichbar ist. Und im Zuge der Diskussion haben wir den Standpunkt vertreten, wir möchten eigentlich basierend auf dem Fuß- und Radwegkonzept, was die Marktgemeinde Frastanz hat, eine dauerhafte Verbindung zwischen Hofen und Einlies schaffen, somit auch das Bildungszentrum Hofen besser erreichbar machen, sodass einfach aus dem Ortsteil Einlies ein sehr guter, ein sicherer Fuß- und Radweg zum Bildungszentrum herführt. Und somit haben wir mit dem Landesstraßenbauamt dahingehend Gespräche geführt, dass wir gesagt haben, ja, wir hätten gern diese finanziellen Mittel, die für das Provisorium verwendet werden, um da ein nachhaltiges Projekt und eine Fuß- und Radwegbrücke im Zentrum als weitere Querverbindung in Frastanz zu schaffen. Die Brücke ist seit kurzem begeh- und befahrbar und es ist wirklich ein absolut gelungenes Objekt, war man mal sagen. Und dass das so wäre können, waren natürlich kompetente Partner nötig und die Marktgemeinde Frastanz hat, glaube ich, nicht lange überlegen müssen, wen man da nimmt, oder? Ja, es ist natürlich auf der Hand gelegen mit dem Arnold Schmid, Lehrer in der HTL Rankweil, mittlerweile pensioniert, haben wir natürlich eine Koryphäe im Dorf. Darf ich mich an der Stelle auch recht herzlich beim Arnold bedanken. Er ist 2021 gleich Feuer und Flamme gewesen, hat Entwürfe ausgeschafft, hat Modelle erstellt mit den Schülern zusammen und hat uns dann 3 Vorschläge präsentiert.
und hat gesagt, ja, so könnte er sich das vorstellen, dass man da eine tolle Brücke macht. Und es ist dann in den Gremien, in den Ausschüssen der Marktgemeinde Frastanz beraten worden. Und es hat sich dann die Gemeindevertretung eigentlich einstimmig auf das jetzige Projekt dazu durchgerungen, das auch umzusetzen. Das ist ein einstimmiger Beschluss in der Gemeindevertretung. Der Arnold Schmid hat dann auch die notwendigen Schritte eingeleitet, hat auch starke Partner gefunden, mit Dobler Holzbau als Beispiel, wo wir dann dieses Projekt realisieren haben können. Und es ist am Ende des Tages eine Brücke, überwindet natürlich Hindernisse, in dem konkreten Fall dieser Mine, so dass man da gut drüber gehen kann, das ist das eine. Aber ich glaube, dass eine Brücke schon auch ein Zeichen ist. Eine Brücke schlägt Brücken, in dem Fall zwischen öffentlicher Verwaltung mit einer Schule, aber auch mit privaten Unternehmen. Und ich glaube, es ist dahingehend in mehrerer Hinsicht ein gelungenes Projekt. Wir haben auch geschaut, dass wir heimische Hölzer für die Errichtung dieser Holz Brücke verwenden können, mein Holz aus dem Seminental für eine Brücke, die über diese Mine führt. Also ich glaube, es ist rundum ein sehr gelungenes Projekt geworden. Wir haben eine begrünte Dachfläche mit berücksichtigt und so haben wir, glaube ich, schon nicht nur eine Brücke geschaffen, sondern wie bereits ausgeführt, auch diesen Brückenschlag gut hergebracht und auch mit dem Platz, der sich da ergeben hat, zwischen Christen und der Küferei Welte. Ich darf mich dort an dieser Stelle auch recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir da die Möglichkeit gefunden haben, einen ordentlichen Vorplatz so zu gestalten, der eine gewisse Aufenthaltsqualität bietet. Aber auch die E-Werke Frastanz, die ihr seht, Herr Moll, die Brücke darf bei uns auch ankommen. Da haben wir ist es uns, glaube ich, gelungen, ein tolles Projekt auf die Füße zu stellen. Und natürlich mit sehr viel Eigenleistung für unseren Bauhof, der sich da ordentlich engagiert hat. Natürlich unser Markus Burtscher, der auch den Außenraum wieder geplant hat. Ist, glaube ich, ein stimmiges und ein tolles Projekt geworden, das einfach eine sehr hohe Aufenthaltsqualität auch bieten kann. Jetzt ist es ja so, diese Brücke ist Teil eines Konzepts, wo in Frastanz ja schon länger ausgeschafft worden ist oder wo man ständig erweitert. Gibt es ähnliche Projekte, die vielleicht noch realisiert werden? Es ist richtig, ich habe das eingangs schon gesehen, das Fuß- und Radwegkonzept in der Marktgemeinde Frastanz, das gibt es schon länger. Wir sind kontinuierlich dran, Möglichkeiten zu prüfen, wie können wir Verbindungen im Dorf schaffen. Ich glaube, es ist auch eine wesentliche Aufgabe für die öffentliche Verwaltung, nicht nur eine sanfte Mobilität einzufordern und immer wieder zum sagen, man sollte mit dem Fahrrad gehen, man sollte zu Fuß gehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass so Möglichkeiten geboten werden. Und mich freut sehr, dass seit der Inbetriebnahme auch diese Brücke sehr, sehr gut in Anspruch genommen wird. Also es gibt jetzt eine tolle Verbindung von der Energiefabrik an der Samina direkt zum Adalbert-Welte-Saal bzw. ins Bildungszentrum Hofen. Es gibt ums Bildungszentrum Hofen auch eine Fußwegverbindung, wo man sehr einfach auch Richtung Bahnhofstraße durchkommt. Und so haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, von Lindenplatz über Energiefabrik an der Samina, Schmittengasse bis zur Bahnhofstraße mit sanfter Mobilität durch das Dorf zu wandern und auch die Eindrücke zu genießen. Und es ist wirklich ein cooler Platz geworden. Cool nicht nur im Sinne von, es ist ein lässiger Platz, sondern man hat Hyro auch gemerkt, speziell bei den hohen Temperaturen, ist natürlich auf der Samina Brücke, wo unten immer wieder frisches, kühles Bergwasser durchgeht aus dem Seminental. Es ist wirklich ein cooler Platz in mehreren Bedeutungen entstanden. Arnold Schmid, du bist schon vom Bürgermeister Löblich erwähnt worden. Jetzt stehen wir da auf nicht deiner Brücke, aber du hast da einen wesentlichen Anteil an der ganzen Sache. Lass uns einmal ein bisschen teilhaben an der Geschichte. Wie ist es zu dem Brückenprojekt gekommen? Ja, im Frühjahr 2021 hat mich der Walter, also unser Bürgermeister, angesprochen. Ja, sie planen oder möchten über die Samina eine neue Rad- und Fußgängerbrücke bauen. Und ob wir als HTL uns das vorstellen könnten, die Brücke zu planen und auch zu bauen. Und ich war natürlich gleich hellauf begeistert und bin eigentlich am nächsten Tag gleich angeguckt und habe überlegt, wir könnten jetzt da eine ganz tolle Brücke machen. Und habe dann eigentlich drei Vorschläge gemacht, drei Modelle.
Und ja, und dann ist es an die Gemeindevertretung gegangen, haben sie überlegt, welches Modell oder welche Brücke könnte für uns da am besten geeignet sein. Und dann ist es zu der Brücke, wie wir es jetzt da sehen, ist es dann gekommen. Und du hast es erwähnt, also die Gemeinde ist nicht nur an dich herangetreten, sondern an dich als HTL-Lehrer und du hast ja gemeinsam mit deinen Schülern dieses Projekt noch herumgesetzt. Erzähl es vielleicht da mal Schritt für Schritt, was waren denn da so die verschiedenen Punkte, die man eben da machen hat müssen, von der Planung bis zur Umsetzung? Ja, es war dann natürlich so, wir sind natürlich als Schule von einer kleineren Brücke ausgegangen, von der Fahrbahnbreite. Das hat sich dann einfach auch so ergeben, dass es einfach breiter geworden ist durch Auflagen vom Land und Wasserbauamt. Dann haben wir sagen müssen als Schule, ja, das können wir alleine nicht mehr ausführen. Und dann hat man überlegt, ja, wie könnte man es so machen. Dann hat es Überlegungen gegeben, dass man das mit der Wirtschaft, also ein Holzbaubetrieb mit uns, zusammen die Brücke verwirklicht. Und ich muss sagen, das war eine ganz gute und tolle Entscheidung, Wirtschaft und Schule, also miteinander so eine Brücke zu bauen. Man hat das ausgeschrieben und die Firma Tobler Holzbau ist dann zum Zuge gekommen. Und ich muss sagen, das war für uns natürlich auch ganz was Tolles, weil viele Absolventen von der Bauhandwerkerschule sind dort im Büro und auch draußen in der Abfundhalle. Und ja, da war natürlich schon von vornherein eine gute Zusammenarbeit, ja, schon möglich. Ja, was haben wir als Schule, oder wir haben dann die Arbeit aufgeteilt. Die Tragkonstruktion hat die Firma Tobler Holzbau gemacht. Wir sind dann verantwortlich für die ganze Fassade und für den Bodenbelag, Fahrbahnbelag. Wir haben noch die ganzen Leimbinder von der Fassade, haben wir bei uns in der Schule draussen verleimt, eigens, also das kommt nicht von der Firma. Und auch die ganzen Lamellen, alles haben wir sauber bei uns vorbereitet. Und auch der Fußbodenbelag, die ganzen Elemente, haben wir auch in der Schule draußen vorgefertigt. Also für die HTL ganz klar ein Gewinn. Theorie umsetzen in die Praxis, das ist da mit diesem Projekt wunderbar möglich gewesen. Ich habe die Dörfer der HTL draußen besucht, gewisse Arbeitsschritte begleitet, vom, wie du siehst, vom Limer über CNC-Fräser. Auch mit den Schülern natürlich die Pläne durchgehen, studieren, damit man auch weiß, was Schritt für Schritt passieren muss. Und natürlich war auch interessant bei der Firma Dobler Holzbau nachher zum sagen, wie die Brücke dort entsteht. Und das haben wir angeschaut. Und dann ist der Tag X gekommen, Nacht- und Nebelaktion kann man fast sagen. Dann ist der Schwertransport dann nachher da in Frastanz angekommen. Und dann haben wir da hinten angefangen, die Brücke zum Thema mit dem Dobler komplettieren, oder? Das ist natürlich für unsere Schüler schon sehr wertvoll gewesen, einfach mal den ganzen Ablauf von so einem Projekt mitzuerleben. Und ja, das war also für uns als Schule eine ganz tolle Möglichkeit. Und für mich war es natürlich auch noch einmal ein Plus, weil es für mich das letzte Projekt von meiner Laufbahn an der HTL Rankweil war. Und ja, also umso mehr noch, also ein tolles und schönes Projekt. Ich möchte an dieser Stelle allen Verantwortlichen von dem Projekt ein großes Lob und auch Anerkennung aussprechen. Es hat so super funktioniert und ein großes Dankeschön am Tobler Holzbau, den der Marktgemeinde Frastanz anführen, natürlich unserem Bürgermeister Walter Gohm und auch am Hartmann Robert. Schon ganz eine tolle Zusammenarbeit gewesen und ja. Also ich kann da nur ein großes Dankeschön aussprechen. Und jetzt Arnold, noch eine Frage. Die Brücke ist fertig. Sie ist im Prinzip schon, kann man sagen, BG und befahrbar. Du bist selber natürlich sicher auch schon jetzt da übergelaufen. Was ist jetzt das für ein Gefühl, wenn die Brücke fertig ist? Ja, für mich ist das schon ein besonderes Gefühl. Und man hört auf überall, dass es sehr gut schon angenommen wird. Und auch die Gemeinde selber, also die Verantwortlichen, auch begeistert sind. Und ja, das tut natürlich selber einem gut. Und auch, ja, ist eine Bestätigung, dass es richtig gemacht worden ist und ausgeführt worden ist. Arnold, herzlichen Dank für
deine Stellungnahme, einen tollen Überblick über das Projekt. Wir haben das mit Bildern noch untermalt und würden das noch untermalen. Und dir wünsche ich gerade an dieser Stelle so einen, den wohlverdienten Ruhestand, dass du genießen kannst. Danke, ja, und auf das freue ich mich jetzt so. Die Sanierung der Trinkwasserversorgung in Ammerlügen ist ein weiteres Projekt unserer Marktgemeinde. Wir haben uns mit dem zuständigen Mitarbeiter des Bauamtes, Martin Gassner, vor Ort getroffen und haben nachgefragt. Martin Gassner, die Marktgemeinde Frastanz hat da in Ammerlügen momentan ein größeres Bauprojekt am Laufen. Du bist der zuständige Mitarbeiter der Marktgemeinde für dieses Projekt daheim. Was wird denn da gemacht? Was sieht man hinter uns? Ja, das ist die Marktgemeinde Frastanz, hat ein Wasserversorgungsprojekt. Das ist die Wasserversorgungsanlage Bauabschnitt 14. Das teilt man in zwei Baulose. Man hat bereits im ersten Baulos 4 Leitungsabschnitte im Gemeindegebiet Frastanz gemacht. Das zweite Baulos besteht jetzt aus der Sanierung vom Hochbehälter und der Sanierung von einem Pumpwerk. Jetzt ist es so, also die Wasserversorgung in Ammerlügen wird in dem Fall modernisiert. Warum ist das denn nötig gewesen? Ja, man hat den Hochbehälter und auch das Pumpwerk, die hat man in den 70er Jahren erbaut. Sie sind jetzt doch schon deutlich über 40 Jahre alt. Es ist die Installationen sind nur auf dem Stand der Technik und die Bauwerksabdichtung wird jetzt mal erneuert. Derzeit wird ja hinter uns eifrig geschaffen. Was passiert denn jetzt Schritt für Schritt da bei dem Hochbehälter in Ammerlügen?
Man legt jetzt einmal vorerst das ganze Bauwerk rundum frei. Danach wird die Bauwerksabdichtung neu gemacht, insbesondere Decke. Sie wird neu gedämmt und kriegt eine neue Abdichtung. Im Hochbehälter wird inwendig die gesamte Wasserkammer mit PE-Platte ausgekleidet. In der Schieberkammer werden ganze Installationen, wie schon gesagt, kommt alles raus, wird komplett neu installiert. Es gibt eine neue Treppe zum Abgang runter. Es wird eine Kranschiene eingebaut, damit man Teile, Pumpen, Schieber austauschen kann. Und bis wann rechnet man denn, dass das Bauprojekt da beendet werden kann? Also die Baustelle mit Hochbehälter und Pumpwerk wird noch vor dem Winter fertiggestellt. Und müssen die Bewohnerinnen und Bewohner der Parzelle einmal lügen, während der Bauarbeiten mit Einschränkungen rechnen, was Trinkwasser anbelangt? Also während der Bauarbeiten gibt es keine Einschränkungen für die Wasserversorgung. Wir haben für das jetzt speziell einen provisorischen Behälter hertun. Für den muss wird die ganze Parzelle einmal lügen, während der Bauarbeiten versorgen. Die drei Schwestern und der Fürstensteig zählen zu den schönsten alpinen Gebirgswanderungen vor unserer Haustüre. Niklas Rach ist es gelungen, diesen Klassiker mit eindrucksvollen Drohnenaufnahmen aus einer ganz neuen Perspektive einzufangen. Wir haben den jungen Filmemacher getroffen und dürfen Ihnen nun sein Meisterwerk präsentieren. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer von Drei Schwestern TV. Ich freue mich, dass ihr euch heute der Niklas Rach vorstellen darf, der uns einen ganz interessanten, tollen Film zur Verfügung gestellt hat. Niklas, danke, dass du auf mich zugekommen bist. Du hast mir angeschrieben, weil du einen unheimlich tollen, interessanten Film gemacht hast. Um was geht es denn genau? Ja, es geht darum, dass ich mit meiner Drohne am Wandern war, auf den Drei Schwestern. Und dort habe ich dann meine Drohne gestartet. Und seit längerem ist es eigentlich ein Hobby von mir, dass ich meine Drohne überall mitnehme und auch Drohnen fliege. Und jetzt habe ich von den drei Schwestern eine Aufnahme gemacht und habe noch ein kleines Video zusammengestellt. Und das habe ich mir gedacht, es wäre doch gut, wenn wir das im Drei-Schwestern-Kanal zur Verfügung stellen. Und dass man mal sieht, wie drei Schwestern momentan ausschauen. Und es war ein wunderschönes Wetter und darum hat es sich gut gegeben mit der Drohne. Du hast also drei Schwestern auf dem Drohnenvideo drauf. Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe das Video schon gesehen und bin fasziniert. Du bist aber auch über den Fürstensteig auf drei Schwestern gelaufen und hast dort ja auch schon gefilmt, oder? Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal aufgegangen jetzt in dem Jahr aufwandere, dann habe ich mir gedacht, ja, dann nehmen wir den Fürstensteig gerade mit und habe den auch noch mitgefilmt, also wie momentan die Lage da oben ist. Und habe gerade alles in einem Film zusammengetan. Niklas, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Das Video würden wir jetzt ausstrahlen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sagen. Drei Schwestern, Fürstensteiger, mal aus einer anderen Perspektive. Und vielleicht dürfen wir wieder mal ein Video von dir ausstrahlen. Ja, sehr gerne, danke auch. Und euch, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video. Thank you.
Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald!